Wenn ich das Wort Hausdrachen höre, dann habe ich ein Bild. Und es ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden, dass das immer die Frau ist mit dem gewaltigen Kopfschmuck, Aschenbrödels böse Stiefmutter, dieser Gewitterbrocken, diese raumgreifende Bösartigkeit. Die Schauspielerin, die es vermochte, das so unvergesslich zu spielen, die war im Märchen eigentlich nur zu Gast, kann man fast sagen. Carola Braunbock hatte auch sehr anspruchsvolle Rollen im DDR-Gegenwartskino und war in einigen heute legendären Komödien dabei. Der Stichtag erzählt davon, heute, an ihrem 45. Todestag. Thomas Hartmann war für uns im Filmarchiv, fängt aber seinen Rückblick auch erstmal mit dem Drachen an. Es gibt nicht einen Zug von Liebenswürdigkeit an dieser Person. Es gibt nichts Positives über sie zu sagen, es sei denn, man will ins Feld führen, dass sie zumindest ihre Tochter offensichtlich mag. Also bar aller Emotionen scheint sie nicht zu sein. Umso schlimmer ihr Auftreten gegenüber anderen. Da zeigt sie sich herrisch und herzlos, grob und verlogen, garstig und gemein. Kommt die Stieftochter, das Aschenbrödel, auf die Idee, zum Ball mitzukommen, um mal wenigstens durchs Fenster blicken zu dürfen, tun sich wahre Abgründe auf. Ach, wenn du nicht genug Arbeit hast, bekommst du halt noch welche obendrauf. So. So. Aber ich... Bis wir zurückkommen, will ich hier kein einziges Körnchen mehr sehen. Den Mais hierhin, die Linsen dahin. Die Schadenfreude ist daher groß, wenn in drei Haselnüsse für Aschenbrödel die Stiefmutter gemeinsam mit der Tochter in der Kutsche sitzend vom Weg abkommt und im Eiswasser landet. Dass man diese Bestrafung als nur zu gerecht empfindet, ist vor allem ein Werk der Schauspielerin, die der Bösartigkeit ihrer Figur so viel Leben einhaucht, Carola Braunbock. Dieser Stiefmutterauftritt ist es, den man in erster Linie mit der Künstlerin in Verbindung bringt. Eine Nebenrolle, aber eine, die haften geblieben ist. Die Nebenrollen, sie sind hauptsächlich ihr Metier. Sie gehört zu den Schauspielern und Schauspielerinnen, die das Terrain schaffen, um die Stars zum Leuchten zu bringen. Dabei hat Carola Braunbock durchaus viel gearbeitet, beim Fernsehen, für das Kino, auf der Bühne oder im Radio. Ode an die Zwiebel. Zwiebel. Leuchtende Viole, Blütenblatt um Blütenblatt, formte deine Schönheit sich. Carola Braunbock erblickt 1924 bei Pilsen das Licht der Welt. Sie durchläuft wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Leipzig ihre Ausbildung, um dann in Berlin die Bretter diverser Theater zu betreten. Am Anfang der 50er Jahre steht sie das erste Mal vor der Kamera in der Komödie Modell Bianca und taucht kurz darauf in einem DEFA-Klassiker auf, an der Seite von Werner Peters in Der Untertan. Jetzt trage ich die Verantwortung für die Familie. Hoffentlich bist du nicht so knickrig wie es Vater war. Aber Emmy. Komödien stellen künftig einen wichtigen Teil von Carola Braunbocks Filmarbeit dar. So wirkt sie in den 60er Jahren zum Beispiel in Auf der Sonnenseite, Geliebte weiße Maus oder Ein Lord am Alexanderplatz mit. Interessant ihr Auftritt in Fräulein Schmetterling, denn der weist gewisse Gemeinsamkeiten mit der Aschenbrödel-Vorstellung auf, nur dass sie hier eine Tante mimt. Leider gehört dieser Film zu den Projekten, die im Zuge des berüchtigten 11. Plenums des ZK der SED auf Eis gelegt werden und erst viel später ein Publikum finden. Das ist reizend von Ihnen, dass Sie sich um die Weisen kümmern. Man kriegt doch alles seine Ordnung. Zu mir kann ich Sie nicht nehmen, ich wohne sehr beengt. Schließlich folgt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel in einer Koproduktion DDR-CSSR von 1973. Und auch wenn Carola Braunbock bis zu ihrem frühen Tod im Jahre 1978 noch diverse Rollen übernimmt, dieser garstige Stiefmutterpart ist es, der sie unvergessen macht. Heute vor 45 Jahren ist Carola Braunbock gestorben. Der Stichtag an diesem 4. Juli von Thomas Hartmann.